Travel to Nature ist ein Reiseveranstalter mit großer Verantwortung. Verantwortung für Mensch, Natur, Tier und Kultur. Alle Reisen basieren auf den Säulen dieser Verantwortung. Vor vielen Jahren hat Geschäftsführer Rainer Stoll die besondere Art des Reisens für sich entdeckt und die Geschichte des heutigen Spezialreiseveranstalters begann. Ich habe damals einen Katalog, der war so dick wie der Otto-Katalog, den vielleicht noch jemand kennt, in Form von Bäumen wieder nachwachsen zu lassen und bin dann nach Costa Rica gekommen. Ich habe Umweltökonomie studiert und dann kann man eins und eins zusammenzählen. Die Leute in Costa Rica leben vom Tourismus. Sie haben mich gefragt, ob ich auch ein paar Gäste von Deutschland aus schicken kann, von Waschbär. Und dann haben wir da tatsächlich Kunde droht mit Auftrag, ein paar Reisegruppen hingeschickt, es hat gut funktioniert und da ist dann diese Idee des Projekttourismus daraus entstanden. Ich habe die Firma dann von Waschbär abgekauft und sie umbenannt in Travel to Nature. Das Travel to Nature Konzept zieht sich auch durch bis in die privaten Reihen des Firmeninhabers und seinem Team. Travel to Nature ist nachhaltiger Tourismus. Der Schwerpunkt ist einfach auf Naturschutz und Artenschutz. Wir orientieren uns an den fünf Ecken der Pyramide des nachhaltigen Tourismus. Intakte Natur, intakte Kultur, subjektives Wohlbefinden der Einheimischen, erhöhter Wohlstand der Einheimischen und optimale Befriedigung der Gästewünsche. Das alles führt zu einem Gestaltungsrecht, einem sehr großen Gestaltungsrecht für zukünftige Generationen. Das heißt, dass deine und meine Kinder später auch mal in einer intakten Natur leben können. Wir haben den Schwerpunkt von diesen fünf Punkten auf Naturschutz und Artenschutz gelegt, wo wir uns sehr, sehr stark engagieren. Bei unseren Reisen besuchen wir Naturschutz- und Artenschutzprojekte. Bei einigen Projekten helfen wir auch tatsächlich aktiv mit. Das heißt, in Costa Rica pflanzen wir einen Baum. Und wir sind dann Teil einer großen Community, die dann mithilft, Costa Rica wieder zu bewaldern. Wir machen da mit bei einem Biokorridor-Projekt. Also die Leute kriegen ganz genaue Informationen, wenn sie vor Ort eben sind. Aber wir machen das auch in Deutschland. Also ich bin selber engagierter Naturschützer, bin im Vorstand vom NABU hier, vom lokalen NABU. Und meine Mitarbeiter bei Travel to Nature arbeiten einmal im Monat, einen Nachmittag, aktiv im Naturschutz mit. Also Biotoppflege machen. Eine Vielzahl solcher spezieller Reisen entstehen nicht von heute auf morgen und die Auswahl, Planung und Durchführung ist hier noch handgemacht. Du weißt ja selber, wenn man solche ganz speziellen Touren hat wie wir, wenn man Tiere schützen will oder wenn man mit Hand anlegen muss beim Naturschutz, dann muss man das auch selber kennen, ob man das den Gästen zumuten kann, ob die Gäste das auch körperlich packen, ob das zu heiß, zu kalt, zu dreckig ist. Und deshalb selber machen, heißt es. Ne? Sowas kann ich nicht auf einer Messe kaufen, wie es viele Reiseveranstalter machen, sondern wir machen es wirklich, wir gucken uns die Reisen vor Ort an, entwickeln sie, testen sie. Du müsstest mal meine Kinder fragen, die mussten ihr ganzes Leben lang Reisen mit mir testen. Aber die sind auf Herz und Nieren geprüft, unsere Touren, ja. Travel to Nature hat mittlerweile übrigens auch einige Ableger bekommen. Der größte Ableger ist 4-Family-Reisen, das inzwischen von Nadja Albrecht geführt wird. Aber da habe ich mich aus dem Tagesgeschäft rausgehalten quasi. Aber bei Birding Tours ist das auch nach wie vor ein Thema. Wir haben zwar fokussiert Vogelbeobachtung im Programm, aber achten natürlich sehr stark drauf auf die Nachhaltigkeit, auf die Umwelt- und Naturschutz und versuchen da in dem Fall eher Vögel zu schützen. Rainer Stoll, ein Firmeninhaber mit Verantwortung und einem großen Herz für Natur- und Tierschutz. Ich lebe eigentlich eher für den Naturschutz und nutze den Tourismus, um Einnahmen für den Naturschutz zu generieren. Das ist eigentlich so eher mein Lebens, also das Hobby eigentlich zum Beruf gemacht. Ne? Aber ich bin froh, dass ich ein sehr professionelles Team habe, das mich da unterstützt. Eine touristische Erfolgsgeschichte, die zeigt, dass Nachhaltigkeit und Tier- und Naturschutz sehr wohl mit modernen Tourismuskonzepten funktionieren. Und die Tatsache, dass Travel to Nature es als einziger Reiseveranstalter geschafft hat, unter die großen Spitzenreiter im Wettbewerb um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Transformationsfeld Biodiversität ins Finale zu kommen, unterstreicht das Streben des mittelständischen Unternehmens. Und das i-Tüpfelchen zum Schluss, denn auch die Kinder aus dem Hause Stoll haben bereits den Tourismus für sich entdeckt und eröffneten erst in diesem Jahr ein ganz besonderes Hotelprojekt, geprägt von den Ansätzen und Gedanken des Vaters. Musik